Und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3. Ich muss mal eben Plötze rufen, weil der irgendwie nie mit mir mitkommt, wenn ich irgendwo hingehe. Ich bin gerade am Überlegen, der Typ hinter mir, kann der irgendwas? Hat der irgendwie... Ach, das sind mehrere. Ich glaube aber die... Und jetzt? Nö, die haben keine Quest für mich. Auf dich scheinen. Okay, dankeschön. Möget... Was auch immer. Also, alles Gute für euch. So. Ich wollte eigentlich hier Quen wieder anmachen. Schutzschild. So. Wir wollten in dieser Folge... Ach so, ich weiß gar nicht, wie man die Bomben überhaupt einsetzt, fällt mir gerade ein. Die muss man doch bestimmt irgendwo reinmachen, dass man die dann auch benutzen kann. Oder kann man das hier? Nein, nein, geh mal weg. Hier vielleicht, wo die Armbrust jetzt... Nee, Moment, das ist das doch hier, oder? Nein! Was war jetzt? Ach, komm! Blendet Gegner, zerstört Monsternester. Ja, hier ist es drin. Okay, da muss ich das nehmen. Jetzt hat der irgendwas gegessen, der Idiot. Ich habe sowieso schon so wenig Essen. Und dann frisst er mir hier auch noch alles weg. Das ist doch... So, wir müssen... Ach genau, wir mussten da durchreiten und dann ein ganzes Stückchen dahinter. Ja gut, dann würde ich sagen, ich schneide das dann eben raus, wenn ich dahin reite. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Langsam, langsam. So, es sind wieder neue Ghule da, so wie es aussieht. Mir bleibt keine Wahl. Ein Ghulennest. Ich muss es zerstören. Oh, scheiße. Ich wollte gerade noch fragen, wird das jetzt zerstört? Na komm, dich kriegen wir auch noch. Ja, genau. Nimm bloß nicht dein Schwert. Greif einfach so an. Kein Thema. War da noch einer? Ja, da hinten sind welche, aber... Was, die können wir nicht looten? Aber hier können wir doch noch was looten. Monsterklauen und so weiter. Es ist schade, dass man das hier nicht mehr sieht, wenn man das lootet. Das sieht man dann immer nur mal kurz, während man das lootet, aber nicht danach. Na gut, dann war es das schon. Ja. Ob uns das jetzt viel gebracht hat, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wofür Monsterklauen und so weiter gut sind. Lauf, aber, ja. Bist du ein Guter da hinten? Seid ihr gut oder seid ihr nicht gut? Zumindest werdet ihr nicht als schlecht angezeigt. Das ist schon mal gut. die nehmen wir noch kurz mit. Da waren noch welche. So, und dann schaue ich mal eben, was wir noch so in unserer Umgebung haben. wir haben da hinten noch was dazwischen. Oh, wir haben direkt an der Kicherbrücke haben wir noch was. Das ist gut, da porten wir doch mal direkt hin. Oh, das können wir noch nehmen hier. Lalalala. Ach, das ist wieder ein Nest. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Zeig mir, was du zu bieten hast. Och, lauf doch mal auf den hin, Mann. Der braucht immer so lange, bis der da ist. Ich weiß nicht, warum der dann aufhört zu laufen. Wieder auffüllen von Gegenständen. Oh, ich kann gerade nicht reden. Öle, Bomben und Tränke werden bei Verwendung verbraucht und können aufgebraucht werden. Um deine Vorräte wieder aufzufüllen, öffne das Meditationsfenster. Wenn du starken Alkohol bei der Ausrüstung hast, wird er automatisch zum Auffüllen aller deiner alchemistischen Gegenstände verwendet. Geht das auch ohne Alkohol? Weil, ne, das wäre natürlich geil. Wenn ich meditiere, dann werden direkt meine Gegenstände hier wieder aufgefüllt, oder wie? Oh. Ich weiß, wir waren hier schon mal. Wobei ich da... Du leuchtest doch noch. Nee, jetzt leuchtest du nicht mehr. Okay. Waren das alle? Die haben noch was? Ja, brauchen sie ja alle nicht mehr. Nehmen wir einfach mal mit, ne? So, ein Ort der Macht. Sehr schön.
Quinn-Zeichen-Intensiv. Das ist auch sehr schön, weil das nämlich das ist, was ich jetzt im Moment die ganze Zeit gebrauche. Das ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Kann ich auch nehmen, ne? Ja. Das nehmen wir auch noch mit. Plötze hat sich aus dem Staub gemacht. Nee, Plötze steht immer noch da. Gut, ich glaube, hier kann ich jetzt erstmal nicht angegriffen werden, wenn ich mich richtig erinnere. Dann schauen wir mal nach. Da. Aber das war gut. Ich meine, gut, da ist wieder ein Nest dabei gewesen. Aber zumindest gab es da nochmal einen Ort der Macht. Das war ziemlich cool. Dann würde ich sagen, gehen wir dahin. Das zerstörte Dorf, das hat auch noch meine Aufmerksamkeit erregt da unten. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt gewesen sind. Aber da sind auch nochmal zwei Sachen, die wir machen können. Also wir gehen auf jeden Fall mal da rein. Ich weiß nicht, ob wir dann auf Monster treffen oder vielleicht dann wieder jemand zurückkommt oder so. Keine Ahnung. Ich würde das gerne mal mit der Meditation jetzt ausprobieren. Meditation. Nee, ich will nicht zurück. Ich will als weiter. Mit Hilfe von starkem Alkohol wurden alchemistische Objekte aufgefüllt. Also er hat anscheinend doch den Alkohol genommen. Aber cool. Also gibt es dann wohl doch einen Grund, weshalb wir Alkohol verwenden sollten. Das ist gar nicht schlecht. Plötze, komm her, du faule Sau. Du bist immer viel zu weit weg und du kommst immer so ganz langsam angetrottet. Komm schon, Plötze. Ne? Meine ich doch. Also, ich reite jetzt mal eben rüber und wir sehen uns gleich am Zielort. Wir sehen uns nicht am Zielort, weil das ist direkt hier um die Ecke. Okay, und es sind wieder Ghule. Guten Tag, guten Tag. Ja, schlag ihn bloß nicht. Was ist denn jetzt hier explodiert? Ich habe doch nur mein Schild drin gehabt. Sag mir, was du zu bieten hast. Hä, aber ich kann das... Ich kann das Nest aber nicht anvisieren. Ist keiner mehr da. Ein Ghoul-Nest. Jetzt? Ach so, man kann es nicht im Kampf machen. Okay. Na gut, das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, ich könnte es so im Kampf... Hallo? Gerd? Falsche Taste ist ja okay, aber ne? Ich meine, so. Von dem kriegen wir gar nichts. Was ist mit der Leiche? Von der kriegen wir auch nichts. Hallo? Da kriegen wir echt nichts von. Oh gut. Hier haben wir noch was. Und das Nest. Jetzt achte ich mal drauf. Ghoulblut. Oh, das ist bestimmt irgendwas Alchemistisches. Goldener Rubinring. Oh, Al-Ghul-Knochenmark und die Monsterklaue, die haben wir beim letzten Mal ja schon festgestellt, dass wir die bekommen haben. Ja, cool. Plötze. Du versteckst dich aber auch immer an Ecken. Ach, du wolltest mir zeigen, dass ich hier noch nicht alles aufgesammelt habe. Verstehe. Das ist nett, Plötze. Dann sammeln wir das auch direkt mit auf. Wo bist du denn jetzt? Moment, brauchen wir dich überhaupt? Wir müssen ja eigentlich nur porten, ne? Wobei da oben jetzt auch noch was ist. Dann würde ich sagen, ich porte nochmal kurz zur Weggabelung. Und meditiere, dass es etwas heller wird. Weil ich mag es überhaupt nicht, wenn das so mitten in der Nacht ist. Wieso geht der nach links? Wenn ich mit dem Pfeil nach rechts gehe, geht der nach links. Muss ich nicht verstehen. Aber okay. Gut. Plötze? Ja, Plötze ist ja nicht mitgekommen. Plötzchen. Komm. Gut, 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 gut. Kriegst du... Oh, nee. Ich wollte dich nicht zwei... Weiter so, Plötze. ich musste jetzt den Weg entlang, ne? Oder... Ja, dann komme ich da automatisch drauf. Genau. Okay, machen wir das doch. Mal gucken, ob hier noch Gegner direkt reinkommen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl. Ich finde es ein bisschen doof, dass man die Kreuz... Oh, ja. Zieh
Komm, mach. Was ist mit dir? Autsch. Okay, ich bin immer wieder beeindruckt davon, wie die so auseinanderfallen. Achso, das war nichts zum Einsammeln. Der hatte noch was dabei in seinem leblosen Körper. Achso, Moment, das war ja schon alles, ne? Das war ja schon hier. Dann haben wir das auch schon wieder erledigt. Okay. Banditenlager, das ist das Zeichen für Banditen. Okay, ich werde es mir wahrscheinlich nicht merken, aber ich versuche es mir zu merken. So, das markieren wir mal und dann poppen wir mal dahin. Wir machen jetzt so ein paar Runden. Das klingt jetzt gemein, ich weiß. Nein, falsche Taste. Aber ich würde gerne einen Screenshot hiervon machen. So. Nachdem ich das dann endlich hinbekommen habe mit den Screenshots. Was ist denn hier? Kann man hier irgendwas machen? Da sind Gegner. Das können wir auf jeden Fall mitnehmen. Was ist denn hier geschehen, junge Dame? Moment, ich nehme mal eben euer Hab und Gut und dann frage ich mal nach. Was wird das denn gerade? Hat Plötze gerülpst oder was? Die wilde Jagd ist stets ein Vorbote des Krieges. Alles wird gut. Das stimmt. Alles wird gut. Doch warum weinst du, holde Maid? Ja gut, ich meine, man sieht, warum sie weint, ne? Oh, hallo. Fass mich nicht an! Alles gut, dann helfe ich dir halt nicht. Die Frage ist, war das jetzt, das war jetzt nicht unser Fragezeichen da unten, oder? Ich guck mal kurz. Habe ich jetzt was Neues entdeckt? Doch, das war unser Fragezeichen. Okay. Ich hoffe nur, dass das jetzt nicht die wilde Jagd ist, die da unten rumläuft. Moment, das können wir aber noch mitnehmen. So. Leute. Mal schauen. Ah ja, okay. Guten Tag. Zeig mir, was du zu bieten hast. Hier ist noch einer. Hallo? Hast du gedacht, ne? So langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, macht das Kämpfen richtig Spaß. Also jetzt auch, ich schätze mal, es liegt auch ein bisschen an der Rüstung, die ich jetzt habe. Und, dass ich dieses Zeichen hier mal ausprobiert habe. Ach so, genau, die Schätze würde ich mitnehmen. Manuskript. Boah, was haben wir denn hier alles? Dorisches Schwert und so weiter. Manuskripte, neues alchemistisches Rezept. Das hätte ich jetzt anzünden können im Kampf, oder? Ich kann das nicht nehmen, nehme ich an. Nee. Warum haben die eigentlich alle so dicke Bäuche? Das sieht irgendwie sehr unnatürlich aus. Gut, ist ein Monster. Dass die nicht natürlich aussehen, ist mir schon klar. Ja. Super. Da oben ist noch was. Ich pott mal eben mal wieder. Ich habe jetzt keine Lust, hier entlang zu laufen, ehrlich gesagt. Ihr könnt das, glaube ich, nicht machen. Ich meine, das kommt daher, dass ich dieses Add-on gemacht habe, dass man hier direkt dahin porten kann. War mir persönlich ganz wichtig, gerade jetzt mit dem Let's Play, dass ich nicht immer erstmal irgendwo hinlaufen muss. Und ja, es ist halt doch schon sehr nervig. Da ist es mir doch sehr, sehr wichtig, dass ich einfach draufklicken und dann hinporten kann. Da ist noch... Ah, da ist tatsächlich noch eine Pflanze. Okay. Da ist auch noch was. Die nehmen wir doch alle mit. Also wenn das der Ehemann war, würde ich vielleicht nicht unbedingt trauern. Okay, der war jetzt gemein. Was haben wir denn hier? Steht noch nicht drin, oder? Nee, steht noch nicht drin. Nö. Na gut. Sieht mir aber irgendwie so nach Banditenlager oder sowas aus. Sag mal. Geht es noch?
Ich will mich hier ins Banditenlager einschleichen und ihr kommt hier so von der Seite an. Ich kann mich da nicht wirklich einschleichen. Also hier gibt es überhaupt gar keinen Eingang irgendwie. Warte mal. Kann man das auf der Karte sehen? Nicht wirklich. Bin jetzt hier. Das ist eine gute Frage, ja. Wir sind aber schon fast Level 7. Ich bin begeistert, ich bin begeistert. Ich hatte ja gesagt, dass ich bei Level 8 nochmal versuchen werde, den Werwolf zu machen. Komme ich hier vielleicht hoch? Ja, anscheinend nicht. Oh. Oder ist da der Eingang? Kommt man denn da hoch? Ah, Moment, da ist eine Brücke. Bin ich jetzt hier runtergefallen? Ich war doch eben noch oben. Hä? Hä? Ich bin doch hier nicht runtergerutscht. Vor allen Dingen, selbst wenn, muss ich doch irgendwo wieder hochkommen. Oder hier. Bin ich wieder im Wasser? Da sind Ghule. Nee, nicht Ghule. Da gibt es aber keinen Weg hoch. Oh, hier ist noch was. Moment. Also irgendwie... Ich bin da doch jetzt... Hä, wieso bin ich jetzt hier unten? Ach so, weil ich da durchgelaufen bin. Ja doch, das ist noch logisch. Ich gehe mal von hier aus. Weil da ist die Brücke... Oder soll ich... Nee, ich mach mal hier. Damit wir dann auf der Seite mal gucken können, ob da irgendwo ein Übergang ist. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist noch von irgendwie von hier aus dann... Ist das jetzt da oben? Sammeln wir noch ein. Die nehmen wir auch noch mit. So. Wir müssen aber eigentlich da hoch. Also mit über die Brücke gehen ist es nicht getan. Dann. Oder kommt man dann. Oh, Moment. Da kommt man aber auch nicht auf die andere Seite. Da kommt man nur. Das sind Hasen, habe ich mich jetzt... Da kommt man ja nur wieder zurück. Und da hinten ist es abgebrochen, oder? Da kommt man nicht rein. Habe ich mich jetzt erschrocken. Ja. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Jetzt sind wir von der anderen Seite hingelaufen. Aber... Ich nehme mal den Ort, der ist jetzt einfacher zu erreichen. Ich weiß es nicht. Ach, das sind die Häschen. Ich wollte gerade sagen, ich sehe hier eine Bewegung. So. Ist das weit? Was, sonst hätte ich jetzt Plötze genommen. Ach, hier über die Brücke. Okay. Beziehungsweise im Wasser, nehme ich mal an, ne? Oder? Ich denke mal nicht, dass es hier... Ah, da ist was. Ah. Das ist jetzt natürlich doof, dass ich jetzt genau von der falschen Seite komme. Komme ich da jetzt wieder hoch? Was packt das denn heute so? Hallo? Ich habe die ganze Zeit keine Performance-Probleme gehabt mit The Witcher und jetzt auf einmal fängt er an, hier rumzubacken. Jetzt komme ich hier nicht mehr durch, oder was? Och nö, das ist jetzt nicht euer Ernst. Da hinten? Nee, da komme ich aber auch nicht hoch. Muss ich da weiterjumpen?
Ist alles zu? Och, jetzt ernsthaft? Nur weil ich dann von der anderen Seite runtergesprungen bin? Okay, ich port mich nochmal kurz hoch und lauf nochmal eben ein Stück darüber. Langsam, langsam. So, jetzt will ich aber nichts mehr hören, dass ich von der Seite nicht rankomme. Nein, hier ist es offen. Okay, immerhin etwas. So, das wird wahrscheinlich genau. Was habe ich denn hier? Das hat er noch nicht. Ja, super. Haben wir natürlich wieder was Neues. Hallo? Du sollst eigentlich nur schwimmen. Mein Gehen ist auch gut. Haben wir in der Nähe hier nicht noch ein Fragezeichen gehabt? Ja, da haben wir noch eins. Würde ich sagen, reiten wir doch mal kurz dahin. Nee, ach. Das ist das, was mich dann immer verwirrt. Das zeigt dann nach hinten, weil er ja zu dieser Hauptquest, also was markiert ist, hin will. Aber eigentlich, so, ich zeige euch das hier mal. Eigentlich liegt das ja vor mir und er macht diese Pünktchen hier nach oben. Das ist total blöd. Also das verwirrt mich dann, oder das hat mich am Anfang immer sehr stark verwirrt, muss ich sagen. Mittlerweile geht's, weil ich mich schon drauf eingestellt habe. Aber... Neue Markierung, verlassene Städte, okay. Was ist hier passiert? Ach so, okay. Kann man damit was machen? Ne, da war nur ein Gegner. Kann man aber nichts mitmachen, oder? So wie mit diesen Orten der Macht. Na gut, schade. Anscheinend nicht. Gut. Hier in direkter Nähe ist noch etwas. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Das können wir uns auf jeden Fall noch angucken. Und, ach, da oben ist auch noch was, sehe ich gerade. So, da müssen wir allerdings dann an diesen Viechern vorbei. Ach so, Plötze kann wieder nicht springen, ne? Warte mal. Jetzt hier. Kommst du da durch, Plötze? Ah, sehr schön. Sieht mir irgendwie so ein bisschen nach einem Nest oder so aus, weil da schon wieder Gegner... Halt! Ja, plötzlich lasse ich mal lieber hier. Wir wollen ja nicht, dass irgendwas ist, dass du getötet wirst oder so. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Da ist ein Bär. Oh, scheiße. Ich weiß, ich habe schon einen getötet, aber, ne? Komm her. Wieso trifft der mich, obwohl ich das Dings hier... Ich habe das extra angemacht. Es tut mir wirklich leid. Das wollte ich damals schon gemacht haben. Und es hat mich so dermaßen genervt, dass ich es nicht machen konnte. So, und jetzt werde ich endlich mal einen Screenshot machen. Hat der jetzt einen Screenshot gemacht? Er hat es mir nicht... Doch, jetzt hat er gespeichert. Von dem toten Bären habe ich das... Ich habe das jetzt gerade schon gesammelt, ne? Okay, können wir denn hier noch irgendwas... Der hat hier irgendwas erlegt. Sieht mir nach einem Pferd oder so aus. Und seinen Reiter. Okay, das haben wir auf jeden Fall schon mal erledigt. Das ging jetzt auch schnell. Da bin ich doch froh drüber. Dann können wir da am Wasser noch mal eben gucken. Das können wir ja, da können wir ja mal eben rüber reiten. Vorausgesetzt natürlich, dass Plötze überhaupt irgendwo hier rüberkommt. Natürlich nicht. Ah, Plötze, das ist mir jetzt zu doof. Also mit dir irgendwo rumzureiten, das ist echt... Wenn ich den jetzt rufe und der springt jetzt darüber. Plötze ist... Ach, da hinten ist es offen. Jetzt auf einmal kann er laufen. Ah ja, genau, da war die Stelle. Komm. Plötze. Alter Gaul. Da
Dankeschön, dass du dich hier so schön geopfert hast, Häschen. So, nein, du sollst in die Richtung reiten, wo ich hin... Na, ist das das? Komm schon, Plätze. Ja, das ist das, okay. Habt ihr irgendeinen Schatz für mich? Ach, da war noch einer. Oh, sag das doch. Dann hat der diese Platschgeräusche gemacht. Ich dachte, das wäre von mir. Okay. So, haben wir alles. Nee. Da ist auch noch was im Wasser. Können wir das noch looten? Ja. Oh, sehr schön. Sehr schön. Wir müssten uns auch mal unsere ganzen Rezepte durchlesen, glaube ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Moment, ich gehe mal hier weg, weil die respawnen ja irgendwann auch wieder. So. Mann. Also, Inventar. Oh, danke. Wir haben auch was zu essen zwischendurch gefunden. Sehr schön. Sonstiges. Da schauen wir mal kurz nach. Also, wir haben einen Brief mit Jennifers Anweisung. Ja, das kennen wir ja alles. Vermisst. Ach so, das sind diese ganzen Dinger, die da an dem Brett hingen. Ah, okay. Das heißt aber, theoretischerweise folgt den Hinweisen auf der Karte, um Hexerausrüstung zu finden. Da haben wir ja auch noch was, irgendwie mit einer Katzenschule oder sowas, glaube ich, hieß das. Das sind alles nur die Aufträge. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die alchemistischen Sachen, die wir jetzt bekommen haben, dass die automatisch gelesen worden sind. Ja, bei Alchemie ist auch nichts drin. Okay, gut. Da habe ich nämlich so ehrlich gesagt noch nicht so richtig drauf geachtet. Ja, dann würde ich aber auch eigentlich schon sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann in der nächsten Folge auch nochmal so ein bisschen rumgucken. Und mal schauen, was wir noch alles so machen können hier in der Gegend. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Plätze. Ich schaue mir auch in Ruhe nochmal die Punkte an, wo ich noch was reintun kann und so weiter. Und ja, wir sind bald Level 7. Das ist schon mal sehr gut. Irgendwas habe ich gerade gehört. Ich dachte, das wären Wölfe gewesen. Wir sind bald Level 7. Und dann schauen wir mal, dass wir noch ein bisschen leveln können bis Level 8. Und dann hoffe ich, dass wir dann endlich mal mit der Quest weiterkommen. Dass wir den Werwolf erledigt bekommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao!